Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exosakte Bus Simulator 16 hier bei der Firma Strömling. Ja, wir sind dabei, uns einen neuen Bus zu holen. Und zwar, bevor ich den hole, will ich noch was machen. Und zwar was ganz Wichtiges machen. Und zwar, wir haben ja immer diese Angaben: Grampe, Gelenkbus. Und der hier hat zum Beispiel die automatische Rampe. Und deshalb kriegt der hinter der 4 noch ein R. Da weiß ich, der hat die Rampe, dann passt das. Gut, und das machen wir dann auch mit dem Gelenkbus gleich. Da kommt nämlich noch ein G ran. So einfach ist das. Und da schauen wir mal, welchen Bus wir uns holen. Oh Gott, wir können so viele holen. 300.000 Flotten! What the fuck? So, der ist jetzt 270. Ach, der ist 270. Warte mal. War der so teuer? Der war so teuer? 270? Ach du Schande, der war ja doch so teuer. Der war 270. Ich dachte, der wäre 170. Nee, dann können wir uns noch gar keinen Gelenkbus holen, weil wenn dann was passiert, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein ganz großes Problem. Nee, können wir uns nicht holen. Ist ja blöd. Schade, ich wollte mir jetzt den holen. Sauerei. Meine Güte. Ja, das heißt, wir machen wieder Strecke. So, wer war an Strecke hier? Gut, wollen wir mal gucken, was für Strecke wir machen. Wir machen eine neue Strecke erstellen. Wir lassen mal diese große Strecke jetzt da. Ich kann dann irgendwann mal ein anderer Busfahrer noch übernehmen. Obwohl die war so uneffektiv. Nein, wir lassen sie erstmal. Das heißt, wir machen eine neue Strecke. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache was Klassisches. Ein bisschen Klassik. Wir fangen. So, und dann kommen wir in den klassischen Bereich rein. Bis hierhin, bis hierhin, bis hier und bis hier. Dann haben wir, ja, eine ganz nette Strecke, würde ich sagen. Okay, das Ganze speichern wir. Ja. Schneller Start, auf jeden Fall. Und dann werde ich mir mal kurz anders hinsetzen. Sozusagen in die Fahrerposition. Machen wir das Radio an. Machen den Tempomat an. Machen wir unsere Optik ein bisschen einstellen. Und dann sind wir schon auf der Strecke. Und fahren direkterweise los. Wollen wir mal schauen, das war hoppala. Heute einigermaßen gut durchkommen. Also weniger Unfälle nochmal. Das ist wieder mein neues Tagesziel. Weniger Unfälle sind weniger Unfälle, weil weniger Unfälle. Ich finde das schön, hier diese Uferpromenade zu befahren. Die finde ich so geil. Also diese werde ich definitiv öfters einbauen. Ne? So, jetzt kommen wir wieder an meinen Wunschhäusern vorbei hier gerade. Toll, toll. Schön eine Uferpromenade. Ich will nicht wissen, was hier die Mieten kosten. Die werden bestimmt erster Kajüte hoch sein. Ah. Und da haben wir die erste Haltestelle. Läuft. Naja, bis hierhin läuft es auch. Ist ja kein Problem, dass es hier läuft, ne? So, absenken, öffnen. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Nochmal einzeln sollst du bekommen. Junge Dame. Und auf Wiedersehen. Danke. Ja. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag dir auch. Auch wenn du mir Angst machst. Und weiter geht's. Ah, ist echt so mein Lieblingsbus aktuell. So schön. Er lässt sich gut steuern. Konzerthalle, Graben. Hat ein Muted Handling. Zieht gut an. Macht auch Tempo. Ist ein angenehmes Teil. Kann man schon mal nehmen als Bus. Ist sehr schön. Wunderbar. So muss sein. So muss es Bus sein.
Das ist ein angenehmes Fahrgefühl. Herrlich, 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 herrlich. So, rote Ampel wieder. Da lassen wir uns ein bisschen ausrollen. Sozusagen fließend im Verkehr. Strömling AG, kennt da. Ja. Und weiter geht's. So, schlaf da vorne nicht ein. Gib ein bisschen Gas. Danke sehr. Wir haben zwar 3 Minuten Zeit, aber... warum unendlich rumgucken? Nur weil du da dich nicht ausnäherst. Ne? Das muss ja nicht sein. Echt eine schöne Strecke. Also, das hier... Also, diese Strecke hier, die ist nice. Die ist wirklich nice. Die gefällt mir wirklich. Okay. Gib ihn eins. Gut, da vorne haben wir gleich den nächsten Halt. Und dann haben wir auch das Wasser vorbei, mehr oder weniger. Nee, dahinter ist noch ein bisschen Wasser. Oh, wow, oh, wow, oh, junge Dame. Das war sehr riskant, was sie da gemacht haben. Eieieiei, das wäre beinahe was geworden. Das wär echt der Hammer gewesen. Okay. Halten, absenken, öffnen. Perfektes Timing, Blinkerbonus und perfekte Halteposition. Yes. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten. Zweimal Schüler mit der Stimme. Na, wenn du meinst, der Stimmbruch wird ja auch immer früher. Okay. Mama, nächster. Ich habe eine tolle Neuigkeit. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt. Ja, der klingt normal, das ist schon okay. Nein, ich bin nicht daheim. Ich bin im Bus. Ja, Mama. Vielen Dank. Du kannst uns besuchen. Mama, du wirst Oma. Alles weil ich war zu blöd zum Verhüten, weißt du das? Meine Güte, das sind Gespräche. Da kann man sich manchmal auch seinen Teil dazu denken, ne? Ich bin im Bus. Genau, wo bist du denn sonst hier? Na gut, die andere Frau war noch schärfer, die hat gesagt, die liegt im Bett. Ja, war sich krank gemeldet. Wer weiß, wo die hin wollte. Bestimmt sollen ihren Lover oder ein Nebengeschäft machen. Oh Gott, jetzt wird's ganz übel. Sie hat ein Nebengeschäft. So, Einbahnstraße. Oh, es war kein Unfall, es war kein Unfall. Das war nur die Bordsteinkante. Oh ja, das war nur die Bordsteinkante, das habe ich gehört. Das war nur ein bisschen Material. Mehr war das nicht. So ein bisschen Material, das darf doch schon mal sein. Ne? Das ist doch völlig normal. Ne? Ja. So, 30er-Zone. Hier haben wir gemütlich. Schön verkehrsberuhigt. Und jetzt kommen wir also voll durch die Bronx hier. Hier ist schon die Bronx-Musik. Das ist ganz Bronze. Okay. Wollen wir mal schauen. Ja, ja, da kommen sie alle. Da kommen die ganze Menge. Wie sieht's da aus? Kommen auch eine ganze Menge. Ach du Schande. Das heißt, wir werden mal ein bisschen weiter vorfahren. Und mal gucken, was die mir hier geben. Na, lässt du mich noch durch? Nee, lass mal den lieber durch. Aha, der wollte so lang. Ja, ja, das macht man lieber auf Nummer sicher hier bei dieser Kreuzung. Die ist mir sehr unangenehm aufgefallen. Oh, furchtbar. Wir waren Kaffee trinken und alles lief gut. Dann fängt sie auf neue Straße West. So. Wie die Energie der Welt mühelos um mich herumfließt und so ein Blödsinn. Na? Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal normal Woche sollst du bekommen. Ich kriege 40, du kriegst 7 zurück. Okay. Vielen Dank. What now? 3, 2, 1. Meins. Okay, weg damit. Und nächste. Gut. Da vorne haben wir dieses Kirschenteil wieder. Das heißt, wir haben wieder so eine Art Kreisverkehr. Nächster Halt. Südtiroler Straße. Südtiroler Straße.
So, da kommt ein Auto, der will aber hier rein. Das ist okay. Hier ist es ein bisschen übersichtlicher. Da muss ich nicht so immer so komisch gucken. Das funktioniert hier. Ah, jetzt kommt die Story mit der Augenfarbe schon. Ja. Die kennen wir ja. Das ist unmöglich. Die Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Genau. Und irgendwann sind die so hell, da brauchst du gar keine Lampe mehr beim Lesen. Sie sind eigentlich miteinander befreundet. Gut, rote Ampel. Lassen wir ein bisschen wieder auslaufen hier. Wir lassen uns fließen, wie das Strömling halt so ist halt. Aua. Stimme, lass nach. So, wir brauchen 270.000. Da brauchen wir eine ganz schöne Menge Kohle. Muss mal gucken, wie wir die rankriegen. Mann, das wird hammerhart. Aber es wird schon werden. Jetzt haben wir schon 170.000 gehabt. Dann werden wir auch die 270.000 schaffen. Das wird schon werden. Frage ist immer nur, wann. Wie gesagt, offline und skippen oder sowas wollte ich das jetzt auch nicht. Müsst schon mitleiden. Ja, Südtiroler Straße. Na? Okay, da kommen sie. Na, was möchtest du? Eine normale Einzelfahrt. Normale Einzelfahrt, ja, bekommst du natürlich gerne. Das übliche Wechselgeld und weiter. Vielen Dank. Ja, guten gerne. Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Auch du bekommst das. Ja, auch du. Zack, und weg mit dir. Danke. Ja. Einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Nette Frau. Ne? Nette Stimme. Sympathisch. Klingt gut. So, rote Ampel. Hat mich jetzt auch echt überrascht, dass wir hier mal eine rote Ampel haben. Na, juckt das Bein, junge Dame? Habt ihr gesehen, weil sich mit den Schuhen im Bein so ein bisschen die Wade ein bisschen gejuckt, gekratzt. So, rote Ampel. So, da müssen wir wieder gucken, dass der Fußgänger als erstes läuft, weil Fußgängerunfall, habe ich mal gesehen, ist nicht so gut. Ja, es sieht toll aus. Wo hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im Wohnbezirk. Mhm. Oh, ich muss ihn mir ansehen. Das möchte ich sehen, dass sich Männer im Bus über T-Shirts unterhalten. Das ist doch unrealistisch. Wer lässt sich denn solche Unterhaltungen einfallen, ja? Über T-Shirts. Vor allen Dingen gibt es keine wirklich guten aussehenden T-Shirts für Männer. Die sehen alle aus wie Werbeplakate. Das ist der letzte Rotz Männermode. Ne? Das ist eine halbe Katastrophe. Da läuft rum wie eine Litwasssäule. Ne? Oh, da sehe ich eh nicht viel. Okay, da können wir auch direkterweise rein. Na, will jemand was haben? Normale Einzelfalt sollst du bekommen. Genau. Und weiter geht's. Danke, mein Lieber. Oh, ich bin lieb. Glaubt der doch selber nicht, dass ich lieb bin. Also, das sind ja manchmal hier Fahrgäste. Da frage ich mich auch manchmal, was Sache ist. Also, es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich und lieb. Nächster Halt, St. Martinstraße West. St. Martinstraße West. Das hört sich doch schön an. St. Martin, bla 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 riba. Das war doch irgendwie so ein Umzugslied mit der Laterne, wa? Die Martinsumzüge. Da haben wir es hier in Berlin nicht so. Da muss ich euch mal... Autsch, Unfall. Da muss ich euch mal unten in Bayern fragen, wie das da aussieht, St. Martinsumzüge. Gut, wir sind da. Wir sehen uns dann aber morgen erst wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Wir haben jetzt Station 7 erreicht. Dann kommt 8, 9, 10, 11 und 12. Das schaffen wir morgen locker. Deshalb in dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bye bye und Cheerio.